So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses ist der Dicke. Es ist wieder mal soweit. Wir wollen was Kleines testen für Ramses Kitchen. Und zwar habe ich letztens irgendwann mal den Dirty probiert. Drei Dosen, drei verschiedene Sorten und drei verschiedene Dosen Dirty gab es da von dieser, wie heißt sie jetzt wieder? Ich muss immer nachlesen. Shirin David, ne, da blicke ich nämlich nicht durch. Ich kenne die leider nicht. Ich kenne kein einziges Lied von der. Ich dachte immer, das ist eine Porno-Darstellerin. Deswegen dann Dirty und dann extra Dirty, also weil die voll die versaute Bitch ist oder so. Keine Ahnung. Dann habe ich gedacht, Ed Sheeran gehört auch dazu. Das ist auch ein Pornodarsteller. Jetzt ist das ein Typ mit roten Haaren, der bei Pokémon Go ein Event gemacht hat, während Shirin David angefangen hat, jetzt auch die Leute mit Alkohol abzufüllen. Und deswegen hat sie hier diese extra Dirty Dosen rausgebracht. Wieder mit diesem K.O.-Tropfenschutz, ne? Hat sie ja mal gesagt, was soll hier die dreckige Folie auf meiner Dose, damit, wenn ihr im Club steht und euren Getränk zu euch nehmt, nicht da einer was reinmacht, weil ihr ja das hier drauf macht. Ne? Ist ja nicht so, dass man könnte das jetzt hochmachen, was reinmachen und so hin und derjenige denkt, haha, da ist ja gar nichts drin. Sondern, ja, obwohl im Club, gibt's das im Club? Finde ich irgendwie komisch, soll hygienisch sein, hat auch gleich noch den nächsten Schutz, wenn im Sommer eine Biene kommt, ne, das steht so da, dann fliegt die Biene da rein und dann trinkt ihr die Biene mit, dann kriegt ihr eine Anzeige wegen, ja, die stehen unter Naturschutz und deswegen macht das da drauf, da gehen keine Tiere rein, aber ich glaube, sowas macht man sich auf, schüttet sich das komplett rein und dann fliegt man in der Gegend rum. Da bräuchte ich sowas jetzt nicht. Ich glaube auch nicht, dass mir jemand K.O.-Tropfen gibt. Und außerdem gibt es ja mittlerweile auch Leute, die nehmen selbst K.O.-Tropfen zu sich, weil sie sich dadurch aufputschen, pushen und so. Grüße gehen raus und deswegen, ja, wollen wir jetzt mal hier reingucken? Denn die zwei Sorten, nee. Also das kenne ich auf jeden Fall. Sparkling Candy Shop. Das wollen wir deswegen mal als zweites probieren und gucken mal nach dem extra dirty Sparkling Juicy Mango. Was ist da jetzt aber eigentlich für Alkohol drin? Man weiß es nicht. Das sind also jetzt alkoholische Cocktails. Ja, die wühlt schon wieder da unten rum. Mango klingt immer gut. Wir machen die Dose auf. Die Dose hat trotzdem wieder ein cooles Design. Gefällt mir viel besser als der Suchti, muss ich sagen. Also das Design ist wirklich gut gelungen. Die Tees an sich haben mir eigentlich auch gut geschmeckt von der Dame. Wir füllen das jetzt mal hier ein. Vielleicht hat das ja eine schöne Farbe. Das sind nämlich hier diese Berliner Luftpfeffigläschen vom NetGhost. Wenn mich nicht alles täuscht. Riecht auf jeden Fall. Riecht sehr fruchtig. Riecht wie so ein Sekt, sanfter Engel, Pfirsichsekt, irgendwas. Jo, also der hat auf jeden Fall was. Schöne Mangonote. Tanze mit extra dirty Juicy Mango, einen Mango Number 5. Shirin David bringt deine Schusi-Fantasien ins Kühlregal. Mhm. Dirty, dirty hier, dirty da, sonst was. Fruchtwein, Mischgetränk mit Früchtetee-Extrakt und Mango-Geschmack, also sogar mit Früchtetee. Schmeckt ein bisschen ähnlich wie Blizzard. Im Kaufland früher gab es immer Blizzard, so auch fruchtweinhaltiges Cocktailgetränk. Das habe ich sehr gerne getrunken und so. Meine Mutter hat mir immer mal zum Geburtstag so ein Fläschchen gegeben. Mein Lieblingssorte war nicht Orange, sondern Mango. Das auch hier, Juicy Mango. Finde ich cool, auch mit dem Fruchttee drin. Also der schmeckt wie Blizzard, nur irgendwie noch ein bisschen hochwertiger. So, jetzt kommen wir aber zum zweiten Appel hier. Der soll nämlich den meisten nicht so gut schmecken. Die sagen alle, der grüne ist besser. Obwohl es den, diesen Candy Shop, gibt es ja normal auch als die Eisteesorte. Das ist jetzt hier also Cocktail Candy, also Sparkling Candy Shop, extra dirty, drink dirty, 5% Alk. Jetzt füllen wir das mal ein. Das ist leicht rosa. Sieht im Glas auf jeden Fall sehr gut aus. Dieses Design passt einfach. Das Design, ich kann nichts dagegen sagen. Ist nicht zu übertrieben, ist ein Blickfang, seriöses Design. Bam. Dann hier habt ihr auch noch dabei. Bam. Mich stören trotzdem diese. Dieses Papier da oben, das ist für mich nur extra Müll sozusagen, aber das könnt ihr zusammenkrüpfeln und in die Dose werfen. Also ich habe noch nie mit einer Biene gekämpft. Wenn ich dann irgendwann von der Biene ermordet wäre, dann
Wisst ihr auf jeden Fall, dass das doch nützlich ist. Jetzt hauen wir uns mal den rein. Der schmeckt süß. Süßer als der. Bisschen künstlich süß dabei. Ich glaube, der normale Candy Shop hat mir besser geschmeckt. Den fand ich als Eistee auf jeden Fall sehr erfrischend. Hier stört mich sogar, würde ich sagen, die Kohlensäure. Also da brauche ich wirklich, wenn ich Kohlensäure habe, will ich irgendwas mega Erfrischendes. Aber bei einem erfrischenden Getränk so eine mega süße Note wäre für mich dann wieder zu viel. Den finde ich auf jeden Fall erfrischender. Also als Cocktail würde ich wohl den bevorzugen mit Mango. Als Eisteesorte fand ich aber Candy Shop auf jeden Fall interessant, weil das mal eine besondere Sorte ist und nicht immer nur Zitrone und Pfirsich und Zitrone und Pfirsich, wie es eben jeder macht. Habt ihr die extra Dirties schon mal probiert? Also zwei Leute kenne ich auf jeden Fall, die Shania und die Bianca. Die Bierschanger, die saufen das ja den ganzen Tag sozusagen. Ansonsten, wer es noch nicht kennt, probiert es ruhig mal. Einmal kann man es sich auf jeden Fall holen. Ich werde es mir wahrscheinlich nicht nochmal holen. Wir bleiben beim Bier, wir die Männers. Aber für die Damenwelt ist das bestimmt was Leckeres. Und zum Probieren allemal. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, four out, euer Ramses. Guckt euch die Braut an. Hallo, Anni Schatz. Machst du wieder auf Braut? Mit Brautschleier? Ja, egal. Lass ihn in Ruhe, ne? Der ist jetzt in seiner Winterdepression. Der verliert gleich sein Fell, wenn man ihn anguckt.